Hallo, hier ist wieder euer The Bossi. Heute mit einer Filmkritik zu dem Film Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme. Der Film ist aus dem Jahre 1989 und von dem Regisseur Marc Dizal. Oder Dizal. Ja, und um den Film geht es um die Brüder Eric und Kurt Sloan. Eric und Kurt Sloan. Ja, Eric ist halt Weltmeister im Kickboxen in Amerika, sieht man in der Anfangssequenz. Und wird gerade Weltmeister im Kickboxen und verteidigt seinen Titel gerade. Und sieht halt in Amerika keine Herausforderungen mehr. Und reist nach Thailand, um da gegen den besten Tang Po, also ich glaube, der heißt Tang Po. Muss nur mal gucken, ob der genau Tang Po heißt. Ja, Tang Po gegen Tong Po. Das ist der Beste in Thailand in Kickboxen. Ja, und sein Bruder Kurt sieht halt schon in der Vorbereitung zu dem Kampf, wo sich Eric gerade umzieht. Da geht er halt ein bisschen den Gang rauf und runter, der Kurt, und sieht halt gerade, dass Tang Po sich vorbereitet und gegen eine Wand mit dem Fuß tritt und der Beton schon runterrasselt. Und Kurt will halt Eric dran hindern, den Kampf zu bestreiten. Aber Eric lässt sich nicht abwimmeln, den Kampf doch zu machen. Ja, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich gehe jetzt erstmal auf den Film ein, wie der mir gefällt. Dann geht es halt darum, dass Kurt halt Rache für Erics Querschnittslähmung haben will und deswegen gegen Tong Po wieder antreten will. Aber er muss natürlich besser werden, weil jeder sagt ihm, er ist halt als Kickboxer noch zu schwach, weil er halt das amerikanische Kickboxen nur kann und deswegen hat er gar keine Chance gegen Tong Po, außer er wird von jemandem ausgebildet, der halt das thailändische Kickboxen ihm beibringt. Und das ist halt Xiang. Und das, er bringt ihm, will es erst ihm nicht beibringen, weil er keinen mehr ausbildet, lässt sich aber da doch von Kurt überreden. Und ja, also ich kann dem Film glatte 9 von 10 Punkten geben, weil der gefällt mir wirklich super. Ist auch der erste Film mit Jean-Claude Van Damme, wo ich damals gesehen habe. Ich habe jetzt den Film viermal insgesamt gesehen. Und ich finde immer noch die Kampfszenen super und auch die Trainingsszenen, die Musik ist klasse in dem Film. Also ich kann euch nur empfehlen, für alle Kampfsportfans auch, diesen Film euch mal anzuschauen. Er ist aus dem Jahre 1989, ist zwar schon ein bisschen älter, ist aber auf alle Fälle besser als die neuesten Filme. Ich hoffe, die kleine Kritik hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, könnt ihr mich ja abonnieren, um keine der Kritiken mehr zu verpassen oder auch keine meiner Videos mehr zu verpassen. Und ich danke nochmal Nils, der sich diese Kritik gewünscht hat. Der hat mir diesen Film geschenkt. Und Andi natürlich, beide, Nils und Andi, ihr habt mir dieses Filmpaket und die anderen Sachen geschenkt. Und das ist jetzt die erste Sache, wo ich mache. Kickboxer wollte der gern kritisiert haben. Habe ich gern gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und ich sage dann, fertig, euer The Bossi.